Hallo Buhl-Freunde, ich zeige nun Aufwärmübungen fürs Spiel. Ihr wisst, Pétanque ist Sport und für jeden Sport muss man sich Zeit zum Aufwärmen nehmen. Deshalb gebe ich euch zwei, drei Tipps, wie ihr schnell warm werdet. Zuerst für eure Schultern. Macht ein paar Drehbewegungen. Erst vorwärts, dann rückwärts, etwa eine Minute lang. Dann für die Handgelenke. Verschränkt die Hände und macht Kreisbewegungen. Erst von links nach rechts, dann von rechts nach links. Und schließlich für die anderen wichtigen Körperteile, die Beine. Ihr solltet 5 bis 6 Kniebeugen machen, um eure Knie zu lockern und die Beinmuskeln vorzubereiten. Der Vorteil eines guten Aufwärmens ist, dass ihr schneller ins Spiel kommt und so bessere Leistung zeigt. Habt ihr euch warm gemacht? Auf geht's! Auf bald, Buhl-Freunde! Auf geht's zur nächsten Runde!